Filmaficionados, hier bin ich nun mit meinem ersten Review von 2001 Odyssee im Weltraum von Stanley Kubrick. Und eins muss ich direkt vorneweg sagen, dieser Film basiert hauptsächlich auf ruhigen Bildern, klassischer Musik und Stille. Also für Leute, die mit diesen Sachen rein gar nichts anfangen können, für die Leute kann ich direkt sagen, dann wird der Film euch auch nicht gefallen, also dann müsst ihr euch im Grunde auch nicht das ganze Review ansehen. Das schon mal vorneweg. Für alle anderen kommt jetzt mein Eindruck des Films. Ich will hier gar nicht so sehr auf die Story eingehen des Films, denn eigentlich aus zwei Gründen. Zum einen finde ich, wenn man den Film zum ersten Mal sieht, sollte man sich nicht vorher die Story spoilern lassen. Das ist ganz wichtig. Zum anderen ist es so, dass die Geschichte nicht entscheidend dafür sein wird, ob man den Film mag oder nicht. Also ich denke, ich könnte euch jetzt einen Teil der Geschichte erzählen und ihr würdet sagen, ach ja, das ist der Stoff für einen klassischen Weltraumthriller, aber das würde in eine komplett falsche Richtung lenken. Deswegen möchte ich mich jetzt hier viel eher mit den Stilmitteln beschäftigen, denn diese werden letztendlich dafür sorgen, ob ihr den Film mögt oder nicht. Wie ich schon sagte, dieser Film besteht aus ruhigen Bildern, klassischer Musik und Stille. Stille in dem Sinne, der Film geht 143 Minuten und ich glaube insgesamt gibt es nur rund 40 Minuten Dialog. Das bedeutet, rund 100 Minuten sind entweder komplett mit Musik unterlegt, wo man nichts anderes hört als Musik, oder mit Stille und vielleicht ein paar Geräuschen. Also als Beispiel, der erste Satz, der gesprochen wird, kommt nach 24 Minuten und 38 Sekunden. Wo andere Filme schon zu einem Viertel vorbei sind, bekommt man da erst die ersten richtigen Informationen, worum es geht. Genauso ist es dann in den letzten 25 Minuten. Es gibt keinen Dialog, es gibt nur Musik und Bilder. Und ich möchte, anders wie ich es wohl bei anderen Filmen machen würde, hier mit der Musik anfangen. Denn dieser Soundtrack ist, wie ich finde, gerade für Hollywood-Produktionen doch recht einzigartig. Wer kennt es nicht? Der bekannte Anfang, den eigentlich jeder schon mal gehört hat, und wenn es aus einer Bierwerbung ist. Kann man das lesen? Also sprach Zarathustra von Richard Strauss. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Dieses typische da, da, da. Ich denke, ihr wisst, was ich meine, und ich will euch jetzt hier auch nicht weiter mit meinen Gesangskünsten quälen. Dieses Stück leitet den Film ein und ist in seiner, wie soll ich sagen, dieses Lied steigert sich von Sekunde zu Sekunde immer weiter hoch. Und genauso passt es dann auch zur Handlung. Am Anfang sind noch ganz ruhige Bilder zu sehen. Und je mehr diese Musik anschwillt, umso mehr schwillt auch, umso mehr steigt auch die Intensität der Handlung. Und wer kennt nicht, also wer hat es nicht schon mal irgendwo gehört, in irgendeinem Film oder in der Werbung? Ich rede von An der schönen blauen Donau, auch bekannt als der Donauwalzer. Dazu gibt es in dem Film eine wunderschöne Szene über, ich glaube, 6, 7, 8 Minuten, wo man eine kleine Weltraumstation sieht und wo sich dann ein kleines Shuttle annähert. In Verbindung mit der Musik finde ich das extrem gelungen. Also das hätte ich mir noch 20 Minuten länger ansehen können. Und die Bilder in Verbindung mit der Musik bewirken es, dass trotz fehlenden Dialogs in den ersten 25 Minuten Spannung aufgebaut wird. Normalerweise, wenn man mir sagen würde, hier, schau dir mal den Film an, in den ersten 25 Minuten kein einziges Wort gesprochen, würde ich sagen, ach nee, nee, das muss doch nicht sein, bestimmt wieder irgendein französischer Kunstfilm. Hier ist es aber so, dass es wirklich funktioniert. Wenn man wohl, wie gemerkt, auf klassische Musik mag oder zumindest nicht ganz abgeneigt ist. Wer jetzt nicht weiß, was ich meine mit an der schönen blauen Donau, dem Donauwalzer. Falls einer von euch die Simpsons schaut, es gibt da diese wunderschöne Folge,
wo Homer Simpson als Astronaut ins Weltall geschossen wird, in Schwerelosigkeit eine Tüte Chips öffnet und die Chips sich überall hin verteilen. Und alle schreien, nein, nein, die Geräte werden kaputt gehen und wir werden alle sterben. Aber Homer kümmert sich um das Problem. In Schwerelosigkeit schwebt er durch den Raum und dann ertönt diese Musik. Da, 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 und so weiter. Und jedes Mal, wenn dieses da, 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 da kommt, schnappt er sich hier Chips. Ja, also in Wirklichkeit ist dann da, 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 da. So, und generell die Simpsons wohlgemerkt, es gibt wohl kaum eine andere Sendung, die 2001 so sehr eingearbeitet hat. Es gibt eine weitere Folge, wo das Haus der Simpsons umgebaut wird und ein Supercomputer eingebaut wird, der dann Amok läuft quasi. Auch eine super Reminiszenz an den Film. Da erkennt man, welchen Einfluss dieser Film hatte. Aber zurück zum Film. Wie gesagt, die klassische Musik passt super in den Film. Wichtig ist, während die Musik läuft. Es gibt während der Musik keinen Dialog. Es gibt auch, ich glaube, in den seltensten Fällen Geräusche, falls überhaupt. Wenn Musik gespielt wird, überdeckt sie alles und es funktioniert. Das ist ganz wichtig, es funktioniert. Eine andere wichtige Szene, die exemplarisch ist für die Stilmittel, wenn ein Astronaut von dieser Raumstation oder von diesem Raumschiff an eine gewisse Stelle am Rumpf, am äußeren Rumpf, wenn er da ran muss, schwebt er durch das All und dazu hört man rein gar nichts, nur sein eigenes Atmen und ich glaube, es ist ein Sauerstoffventil. Das geht über, ich glaube, 5, 6, 7 Minuten, man hört nur dieses langsame Atmen und das erzeugt eine extreme Spannung. Also was heißt extrem, aber sehr viel extremer, als ich es je erwartet hätte. Gut, ich denke mal, zur Musik habe ich jetzt schon genug gesagt. Wir sind jetzt bei 7 Minuten. Ich muss mich hier ein bisschen sputen. Zu den Bildern. Kubrick ist ein Freund langer Einstellungen ohne viele Schnitte. Das kennt man auch aus The Shining. Wer den Film kennt, weiß, Schnitte werden vermieden, so gut es geht eigentlich. Wenn man einen Dialog hat zwischen zwei Darstellern, hier in diesem Film, normalerweise ist man gewohnt beim Dialog, dass die Kamera meistens hin und her springt, sobald einer was sagt. Immer hin und her. Hier ist es wirklich so, dass in den meisten Fällen überhaupt nicht gewechselt wird. Vielleicht einmal in der ganzen Dialogszene oder zweimal, also sehr selten. Und also wie gesagt, eine sehr ruhige Kameraführung, eigentlich kaum bewegte Kamera, ein minimaler Schwenk hier und da, mal ansonsten in den meisten Fällen fest stationiert, kaum Bewegung. Und was die Bildkomposition angeht, es gibt wunderbare Weltraumaufnahmen, wenn man bedenkt. Man muss bedenken, der Film ist von 68. Das heißt, der hat jetzt über 40 Jahre auf dem Buckel. Wenn man mal bedenkt, wie die Qualität der Filme damals war in Sachen Technik. Die Bilder, die dieser Film zeigt, sind, wie ich finde, ihrer Zeit weit voraus. Diese Bilder wirken wirklich so, als hätte man sie heutzutage, wo man sehr viel länger im Weltraum ist als im Weltraum unterwegs ist als damals, 68. Sie wirken wirklich so, als hätte man sie auch, so, man könnte sie genauso heute benutzen. Das ist das Gute. Er ist damit wirklich seiner Zeit voraus gewesen. Genauso gibt es eine sehr schöne Szene am Anfang des Films, wo eine Mondbasis angeflogen wird und sich eine riesige Kuppel öffnet. Das sieht wunderbar aus. Es sieht zwar teilweise so aus, als würden da kleine Modelle hin und her geschoben, weil man nichts hört, aber, das muss man dazu sagen, im Weltall hört man sowas nun mal nicht. Ich muss immer lachen bei Weltraumfilmen, wenn dann irgendwelche Laser abgeschossen würden und man hört jeden Schuss, man hört jede Explosion, was in Wirklichkeit absolut unrealistisch ist. Also da muss man ihm auch ein großes Kompliment machen. Jetzt ist es so, zum Schluss hin nimmt der Film an Fahrt, auch in den letzten 20 Minuten die Schnittrate wird erhöht, die Bilder werden surreal, extrem bunt, wie gesagt, also für einen Film von 68 extrem hochqualitativ,
Es gibt Szenen hier auf YouTube. Ich würde mir an eurer Stelle, wenn ihr den Film nicht kennt und nicht wisst, ob er was für euch ist, schaut euch mal ein paar Szenen daraus an. Den ganzen Film verstehen tut man sowieso nur im Gesamtkontext. Mit ein paar Szenen kann man dann im Grunde nicht viel spoilern. Schaut euch diese Szenen mal an. Wenn sie euch gefallen, holt euch diesen Film wirklich. Dieser Film ist ein Kunstwerk, wie es wenige andere gibt. Wie gesagt, also so reale Bilder, extrem bunte Bilder. Es werden Gefühle von extremer Geschwindigkeit erzeugt, wie ich sie so, wohlgemerkt, bei Filmen so aus dieser Zeit, also aus dieser Ära, nicht kenne. Heutzutage, klar, da kennt man sowas. Das gab es zuhauf in Filmen, aber nicht zum damaligen Zeitpunkt. Das ist immer ein ganz wichtiger Punkt. Natürlich, die Szenen wirken teilweise so End-68er, ja klar, so hat man sich das damals vorgestellt. Riesige Knöpfe, riesige blinkende Knöpfe, wo man quasi fast mit der ganzen Hand draufdrücken muss. Ja klar, so war das halt damals. Aber dennoch, trotzdem wirkt dieser Film, mal abgesehen von Kleidung der Darsteller und von diesen riesigen Tasten, eigentlich sehr modern. Wir haben eine Raumstation, wo man sehr schön, man hat das wirklich sehr schön gedreht, Schwerelosigkeit und Gravitation gedreht hat. Macht das Sinn, was ich gerade gesagt habe? Ich hoffe es. Man hat einen Kreisel, in dem man sich innen drin bewegen kann und dann, obwohl man da quasi auf dem Kopf steht, hat man halt diese Gravitation. Sobald man rauskommt, ist die Gravitation ganz woanders und das hat man sehr schön hingekriegt. Wo sind wir denn jetzt? 11 Minuten 52. Okay, ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Wohlgemerkt, ich lese das nicht irgendwie aus dem Internet ab. Ich habe die Notizen wirklich selber geschrieben und so. Und auch mir wirklich selber Gedanken drüber gemacht. Mal kurz was schauen. Ja, nochmal kurz zum Einfluss des Films. Es gibt zum Beispiel auch, wer kennt den Film Die unglaubliche Reise in einem verrückten Raumschiff? Airplane 2. Dort gibt es auch einen Bordcomputer. Hier heißt er HAL 9000. Dort heißt er, ROG 9000. Und ja, die beiden ähneln sich sehr in Sachen Crew-Dezimierung. Ansonsten, ja, Simpsons habe ich erwähnt. Auch eine besondere Aufnahme, die will ich nochmal erwähnen, ganz am Anfang, auch sehr berühmt. Ein Knochen wird in die Luft geschmissen. Man sieht den großen Knochen eines Tieres in der Luft wirbeln. So, jetzt kann man das hier sehen. Moment. So wirbeln. Dann wird er langsamer und in einem schnellen Schnitt, bam, sieht man auf einmal den Weltraum. Und genau an der Stelle, wo dieser Knochen gerade noch war, befindet sich genau in derselben Position und in derselben Größenordnung. Moment, ist es wirklich eine Raumstation oder ist es ein Raumschiff? Naja, eins von beiden auf jeden Fall. Eine ganz berühmte Einstellung gibt es mit Sicherheit auch auf YouTube. Wenn ihr den Film nicht kennt, schaut euch mal ein paar Ausschnitte an. Und ich höre jetzt auf mit dem Bullshit, den ich hier gerade am Verzählen bin, weil ich glaube, ich habe jetzt in den letzten 3-4 Minuten nur noch sinnloses Zeug gebrabbelt. Aber ich werde es trotzdem hochladen. Und ich hoffe mal auf Kommentare von euch und auch an diejenigen, die den Film gesehen haben, vielleicht mal so ein paar Interpretationsmöglichkeiten. Darüber könnte man mal ein bisschen diskutieren. Das fände ich ganz interessant. Also, Kommentare wie immer gerne gesehen. Ja, und dann wünsche ich euch noch, es ist jetzt schon spät am Abend. Morgen geht die Woche wieder los. Auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Macht's gut.